Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle Story. Ja, wir machen hier langsam immer mehr Fortschritte, was diesen Teil angeht. Und hoffentlich auch, was das hier angeht. Gut, wir haben schon zwei Ebenen abgetragen. Das erste bisschen ist am Wegbrechen hier von der Treppe. Bald wird hier von der Treppe was abbrechen. Und ja, es geht schon wieder los. Gong, komm aufräumen. Nein, Gong aus. Böser Gong. Jo, da bricht. Ernsthaft, der Block fliegt. Okay. Da kommt du her, bist toll. Erstmal. Okay. Dann hau du mal das da weg. So. Drop das mal bitte. Naja, jetzt wird's ein bisschen doof. So. Gut. Wie sieht's hier aus? Oh, ihr habt da schöne Arbeit geleistet. Oh, es fehlen aber noch zwei. Okay. Jetzt arbeiten sie gerade wieder sauber. Sehr interessant, ey. Was auch immer, das soll wieder mal. Nein, 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 du wirfst das nicht. Du droppst das mal hier. So, jetzt kannst du wieder nochmal im Quarry weiterarbeiten und ich hoffe, die Brimstone-Dinger, die spawnen demnächst mal wieder. Gut.
Wäre schön, wenn sie dann noch die beiden Felder füllen würden. Dann könnte ich wieder normal rüberziehen. Kommt sicherlich jemand. Ja. Okay, fast. Ah ja, ist schon mal eine schöne Ebene hier langsam. Wie gesagt, die Treppen bröckeln dann nach und nach weg. Und ich glaube, dadurch, dass ich die... Ne, ich habe die Treppen gar nicht mit. Ups, okay. Sie weigern sich wieder, meinen Befehlen zu gehorchen. Oder das zu machen halt, was ich ihnen sage. Mein Befehl zu gehorchen klingt er doch ein bisschen streng. Ah, ich kann es nicht ganz genau erkennen, aber so wie das aussieht, ja, sind wir hier fertig in der Ecke. Das heißt, wir können das wieder eins hier rüberziehen und uns wundern, dass wieder das totale Chaos ausbricht. So. Was zur Hölle machst du da unten in dem Loch? Also ja, irgendwann stürzt der ganze Berg hier noch rein, weil sie ihn so löchrig gemacht haben. Nicht, dass ich es nicht gerne hätte, aber ist trotzdem unpraktisch. Hey, sie füllen aber noch einigermaßen normal. Finde ich gut. Wehe dir, du haust da unten noch mal was weg. Es wäre auch praktisch, wenn das Dungeon Keeper wäre. Dann würde ich denen für so eine, für solche Aktion einfach mal eine verpassen. Oh Mann, und es ist wieder so stockduster. Und ja, wir haben hier braun in braun. Ich erkenne fast nichts. Erkennt ihr was? Ihr erkennt wahrscheinlich noch weniger, weil es bei euch im Video nachher noch dunkler ist. Es ist aber auch stockduster gerade. Es ist weder der Corrupt Moon. Noch, ja, die Sonne sowieso nicht. Oder ist der Korabo gerade hinter der fetten Wolke und es ist deswegen so dunkel?
Kann auch gut möglich sein. Ja gut, jetzt fängt er da unten an zu buddeln, weil hier ist nicht mehr viel. Okay, die Schicht ist damit jetzt auch erledigt. Oh, wird es wieder heller? Es kommt mir vor, als ob es gerade wieder heller wird. Hier kann ich allerdings trotzdem immer noch nicht sonderlich viel erkennen. Und ja, liegt ja auch daran, dass es Nacht ist und wir keine Laternen aufgestellt haben. Aber was bringt das jetzt, Laternen aufzustellen? Und ja, sie fangen halt wieder irgendwo an. Oh Mann, mach heller. Dass ich wieder ein bisschen mehr sehen kann. Guckt euch das an, was die da für Aushöhlungen gemacht haben. Mann, Mann, Mann. So, jetzt muss Hydra einsammeln gehen. So. Kann ich langsam hier was erkennen? Ja, ich kann was erkennen. Irgendwas ist da jetzt doch kaputt, oder? Ja, irgendwas war da jetzt kaputt.
Also mit kaputt meine ich mit der Anzeige. Ist die öfter kaputt gewesen und ich habe es nur nicht gemerkt? Was manchmal so rauskommt nach so langer Zeit. Da lang, bitte. So. Okay, das finde ich auch interessant. Oh, das ist eins zu hoch. Ja, das Spiel hätte echt noch Bugfixing auch gebrauchen können. Alles andere ist super an dem Spiel, nur die Bugs nicht. Aber in welchem Spiel sind Bugs schon toll? Und tut mir leid, dass hier, was hier gerade passiert ist, das zähle ich als Bug. Und das hier ist für mich auch mehr ein Bug. Nebenbei, ich glaube, wenn wir hier die Reihe runtergefüllt haben, geht die Sonne auf, weil es so hell wird. Oder ist das der Ku? Ne, das ist, glaube ich, der Kuwabun. Da oben. Der gerade alles erhellen tut. Ja. Was ich sagen wollte, wenn wir hier runter sind, also das, was jetzt noch blau ist und gefüllt werden kann natürlich, also nicht diese dicke Klotz hier, sondern das hier hauptsächlich gefüllt ist, dann werde ich die mal wieder hinschicken und hier weiterarbeiten. Einfach weil Steine ein bisschen rarer wieder werden. Und ehrlich gesagt, das empfinde ich auch als Bug, dass das Spiel einfach direkte Orders von mir überschreibt wieder.